Erste Begegnung mit Hip-Hop überhaupt. Ich habe Cousins, Verwandte in England. Die kommen aus Manchester, England. Sie kamen zu Besuch zu mir nach Berlin. Und ich war damals, das war 1982, Mitte 82, zu Ende 82. Mein Cousin war Bodenturner und hat Sachen gemacht auf dem Boden, was ich bis jetzt noch nie in Bodenturnkategorie gesehen habe. Und ich fragte ihn, was machst du da? So eine Sachen, ist das Bodenturn oder was? Er hat gesagt, nein, das nennt sich Breaken. Und ich dachte, Breaken, was ist das? Weil ich noch nie davor gehört habe, weil hier in Berlin waren immer Sachen wie, was weiß ich, die haben Neue Deutsche Welle gespielt zu dieser Zeit oder Funk, aber wir haben den Funk noch nicht so ganz wahrgenommen. Und er hat, wie gesagt, damals schon Turtles gemacht und Windmills vor meiner Nase. Also Windmills nicht richtig, aber so, er hat so ein paar Sachen gemacht. Und er hat mir immer gesagt, das ist Breaken und er hat so, ich kann mich noch genau erinnern, er hat so Cool and the Gang Sachen getanzt, so Funky Parts mehr. Und ich dachte, ich war mehr interessiert an die Musik. Und Ende 82, Anfang 83, als ich Whiteside gesehen habe, da war ich Feuer und Flamme. Und ich würde mal sagen, wahrgenommen habe ich das mehr Ende 82. Die ersten Crews, die ich überhaupt so gesehen habe, die es heute leider nicht mehr gibt, waren die Dynamic Freezing Crew. Das war Mehmet Kotsch und seine ganzen Gebrüder. Mad Dad kann ich mich erinnern, Ali kann ich mich erinnern. Der Boogeyman Made, der auch Jam zu Jam gezogen ist und viele Partys gerockt hat. Dann gab es die Great Gypsy Gang damals. Das waren einige Gebrüder, das waren Zigeuner und einer war ein arabischer B-Boy namens Sargon, der damals sehr gut Swipes drauf hatte und auch verdammt dynamischer B-Boy war. Was gab's noch? Dann gab's noch die, also zu meiner Zeit gab's doch einzelne Tänzer wie Gino, Rest in Peace. Dann gab's den Patrick. Dann gab es den Turtle-Master Murat, der den Turtle gut beherrschte. Also allgemein gab es viele, viele Crews, die damals auf dem Kudamm getanzt haben und auch auf jeder Jam. Und die einzigen, die außerhalb auch dürften, war halt Mehmet Kotsch mit seiner Familie. Dynamic Freezing Crew hat Berlin als erstes represented, was im B-Boying und Hip-Hop-Bereich rausgefahren und hat Berlin Namen so hoch gemacht. Also wenn die Leute gehört haben, Dynamic Freezing Crew, die wussten, war aus Berlin. In der Schule, wo wir damals gefahren sind, war die erste Nachricht, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, die S-Bahn fährt wieder. Das müsste irgendwie Mitte 80 gewesen sein. 83, circa 83, 84. Ich kann mich noch erinnern, da bin ich mit meinen ersten Gedanken reingerannt und habe dann Tag rangemalt. Nächsten Tag, als ich in die Schule ging, habe ich einen Tag Sir Rocksteady gesehen. Das ist der heutzutage der DJ Runix. Heutzutage hieß der DJ Runix. Und so haben wir miteinander gesprochen. Ich habe halt Tags gemacht, da komm zu diesem Meeting und die erste Piece, was ich an der Strecke überhaupt gesehen habe, als 11-Jähriger oder 12-Jähriger, war ein Bild in der Sundgauer Brücke, hieß Bella Horizonte, was mit mehreren Farben, also mit Rot, Blau, Grün, hauptsächlich mit dieser Farbe, aber es war ein ganz weiter großer Piece. Dann zogen wir los und das weiteste, was ich gefahren bin, ist immer bis nach Schöneberg und dann wieder zurück. Und ich war immer am Forschen, Studieren, in die Tunnels reingehen, abchecken und ich habe nie andere Writers persönlich gesehen, bis ich auf die Idee kam, die Tunnel zu durchforschen. Und eines Tages haben wir mal einmal ganz frischen Tag, Candy Tag gesehen, der vor uns weggerannt ist im Tunnel. Das war 1983. Der Typ ist weggerannt von uns. Ich konnte diesen Jungen nie erreichen. Wir haben unsere Tags auch darauf gemacht. Und ich persönlich habe die meisten Leute auf der Strecke kennengelernt. In Riverboat, als ich das erste Mal mich mit den ersten Graffiti-Writers und Tänzern getroffen habe, war ein verdammt talentierter Junge namens der heutige Amok da. Damals nannte er sich Mace, als ich ihn getroffen habe. Er hatte leider nicht so viel Zeit wie wir. Wir konnten spät rausgehen und alles. Und er kam halt ab und zu Riverboat vorbei, hatte seine Zeichnung dabei. Zu der Zeit standen wir gut miteinander. Und ich gab ihm den Namen L1, den er auch lange Zeit malte. Auf jeden Fall ging er dann später zu GSG, wo dann ein bisschen auch Kopfschmerzen zwischen und dann aber Kinderstreit. Es war ein Kinderstreit, worüber wir beide lachen, Amok und ich. Fakt ist, dass er einer der dopesten Graffiti-Writer ist, der in die Geschichte von
Writing bei uns in Berlin immer im Herzen aller realen Graffiti-Writers sein wird. 1987 habe ich meinen ersten Graffiti-Auftrag in Kreuzberg bekommen, also was Kreuzberg betrifft. Als ich eine Wand in der Pücklerstraße da malte, habe ich bemerkt, dass ein paar Kids sich um mich rumsammelten und fragten, ey, was ist das und was ist dies? Ich habe eigentlich nicht drauf beachtet und habe eigentlich ruhig und gelassen meinen Wandpiece weitergemalt. Café hieß damals Pink Panther, kann ich mich noch erinnern. Bis ein Kid war die ganze Zeit neben mir. Die ganze Zeit fragt er mich, was ist das? Warum machst du das? Warum nimmst du diese Farbe? Kann ich diese Dose nehmen? Kann ich woanders malen? Der war ein kleiner Junge. Der kleine Junge von damals, 87, ist heutzutage einer der besten Graffiti-Writers für mich in meinem Herzen, in Europa, vielleicht auch weltweit. Es ist eh so. Ich gab mir damals die Aufgabe, all seine Fragen und all seine Wünsche, was er wollte, ihm das beizubringen. Und ich habe ihm immer harte Aufgaben gegeben. Eso durfte damals, natürlich ist auch normal für sein Alter, nicht raus. Und ich habe ihm immer Skizzen gemalt. Ich habe sein erstes Backpiece gemalt, was er auch sehr traurig ist. Seine Mutter hat es in Waschmaschine verwaschen. Ich habe ihm meine ersten Pumas gegeben. Ich habe immer versucht, aus ihm einen Original B-Boy-Flavor immer in diesen Jungen besonders zu geben. Und ich muss heute, lange Rede, kurzer Sinn, er ist einer meiner besten Schüler, die ich jemals hatte, der das Ganze komplett richtig verstanden hat. Ich habe auf Gudam getanzt, 83, 84, 85, 86 haben die Leute schon angefangen, uns auszulachen auf dem Gudam, dass wir aus dem Fashion sind. 87 habe ich mit meinen ersten Jams begonnen zu fahren nach Westdeutschland, als einer der ersten Berliner mit Imperial Nation Leute. Beatbox bin ich gekommen, 87. Den ersten Beatboxer, den ich überhaupt gehört habe, also live gehört habe, war ein Puerto Ricaner namens Pablo. Und Pablo war damals ein Soldat hier, also den werden nicht viele kennen. Und Pablo hat vor meiner Nase die ersten Sachen so gemacht, was mich sehr, sehr inspiriert hat. Und da ich sowieso die Fat Boys und die Skinny Boys und Human DMX alles so mochte von früher, habe ich einfach drauf los angefangen, von all diese Elemente, von jedem, ein Part, also ich war sehr, sehr inspiriert natürlich von Dougie Fresh und The Fat Boys. Und aber ich mochte auch immer viele Tierstimmen nachmachen. Als Kind konnte ich schon sehr viele, ich konnte Hundestimmen nachmachen, Fliege, alle möglichen Tiere und Geräusche. Dann kam ich in Beatbox rein und habe die Elemente mit das Original und mit meinen Sachen so zusammengemischt und bin dann halt losgefahren, habe eigentlich mit Beatbox mehr, also ich habe wenig Bühnenerfahrung, aber ich habe sehr viel Battle-Erfahrung, was Beatbox betrifft. Ich liebe Battlen, wenn es um Beatbox geht. Mit Mikrofon oder ohne Mikrofon auf der Straße. Ich bin eigentlich allzeit bereit. Keith Harrington kam 1987. Da haben wir erst einmal Kontakt auch gehabt mit den Daynards Crew, mit TDC, mit Rebel und mit einigen Writern aus Wedding. Keith Harrington war so der Grund, wo wir auch die Wende da entdeckt haben. Aber vor Keith Harrington kannten wir schon die Wende, weil Amok ist da damals viel malen gegangen. Und wir sind alle auch da malen gegangen. Und wir haben halt uns da dann getroffen. Das war sozusagen der neue Treff. Das war die Zeiten. Es gab auch Zeiten, dass ich sehr, sehr lange an der Mauer blieb. Dass ich regelrecht Jagd auf Graffiti-Writers machte. Ich war immer neugierig, wer sind die Leute GSG 9 und zum Beispiel. GSG 9, keiner wusste, was GSG 9 war damals. Oder einige Crosser, ich habe die Crosser gejagt damals. Und später fand ich raus, dass GSG 9 halt German Subway Gangsters oder wie sie sich auch genannt haben, Zusammenschmelzung zwischen alten Saints, glaube ich, Kane, unsere Berliner Kane, Oldschool Kane, und Amok war GSG 9. Dann habe ich auch in der späten Zeit, später 88, Graffiti-Writer wie Miguel und Deco am Hügel getroffen, die mich fragten, wie ich bin, also was ich write und so. Und ich antwortete, dass ich Maxim bin. Und wir haben uns halt dann getroffen, wir haben uns unterhalten, ein paar Tags in S-Bahn drin gemacht. 88, kann ich mich erinnern, da war die erste Death Stars Party, da wo ich in die ersten Battles verwickelt wurde mit Turbo B. Da habe ich Human Beatbox gemacht. Auf dieser Jam, da waren meine Crew, DBK, Sprite Kingdom. Und wir haben ziemlich einen Soft gehabt mit den Leuten, weil die haben mein Mikrofon ausgeschaltet und DJ Chris haben die Turntables ein bisschen leiser gemacht. Tja, jetzt sind das die Multis von heutzutage.
Wir eröffneten die ersten Graffiti-Corners, das die Friedrichstraße-Corner war. Das war einer der größten Berliner und auch der längsten Graffiti-Writer-Treffs. Wir machten die ersten Schritte dafür. Alle Writers kamen da, wir haben alle unsere Pieces da. Wenn wir zerstörten immer die Westbezirke und sind dann geflüchtet in die Ostbezirke mit Train. Und es waren auch viele Vandalen-Graffiti-Crews wie AGS damals. Sie hießen halt nicht AGS, sie waren damals GFA-Members, der Moore. Moore war GFA-Member. Damals hat er dann, sind die umgewandelt in NSK, AGS gab's da. Das waren halt die Lion Destroyers. Es gab immer, die Züge sahen aus, immer Sessel rausgerissen und zugetaggt von oben bis unten. Poet, heutige, damalige Sir, ist Ende 88 zu uns gestoßen. Wir haben ein Battle mit ihm gehabt. Und ich habe ihn auf dem Kudamm getroffen. Und durch diesen Battle ist ein Streit gekommen, wo wir uns auch versöhnt haben mit ihm und wir haben ihn down zu GFA gemacht. Es war in Schöneberg ein Streckenbattle. Er hat einen Blockbuster Sair gemacht und wir sind die Nacht daneben gegangen und haben ein bisschen größere mit der ganzen Crew ein GFA Blockbuster Silver Piece gemacht. Und darauf hat er nicht zurückgeantwortet und wir haben ihn halt zu unserer Crew genommen. Später kam auch Cage dazu. Cage und Sair waren damals Partners. Wo die Mauer kurz vor Öffnen war, das war rund 90 rum, war. 1990 haben wir Ackerstraße besetzt. Die komplette Ackerstraße haben wir besetzt. Also komplett haben wir sie nicht nützen können, weil überall Häuser frei. Wir haben uns ein Haus da ausgesucht und 9 Monate lang richtig gelebt in diesen Häusern. Richtig draußen Sanitäranlage gebaut von Guse, sein Vater, ein Graffiti-Writer namens Guse, heutiges Scoom. Wir haben renoviert, alles gemacht, die ganzen Müll in den Hinterhof geworfen. Renovierschutt, meine ich. Wir haben 9 Monate gelebt. Da war Boxen, ein Part war Boxen, ein Part war Hundeswinge, ein Part war Gangs, die Karten gespielt haben, ein Part war Graffiti-Writer-Meeting. Cage haben da gelebt, Eugen haben da gelebt. Wir, also hauptsächlich die GFA haben da gelebt, die Turkey Boys haben da gelebt. Eine Gang Turkey Boys von Wedding. Und es war allerlei los. Viele Gang-Members von Kreuzberg kamen auch da, die abends dann halt mit Karten gespielt haben. Und einmal kann ich mich an eine lustige Aktion erinnern. Da war irgendeine Aktion. Ich verfolgte Schokolade von der Ackerstraße Anfang bis zu unserem Haus. Es ist eigentlich eine kriminelle Aktion. Ich guckte, da waren Säcke voller Schokolade. Und ich weiß nicht, ob die Cops das mitverfolgen, aber es war lustig. Da war so viel Schokolade für Monate, dass die sogar die Hunde mit Schokolade gefüttert haben. Das kann ich mich niemals vergessen. Meine Leidenschaft nebensächlich ist, ich liebe Pitbulls. Ich beschäftige mich mit Pitbulls. In der Corner-Zeit hat es angefangen, seit 88. Und ich bin Blutlinienfanatiker. Ich habe Blutlinien, die sich zum Beispiel zurückgehen auf Floyd Boudreau, heißen die Blutlinien. Das sind Familien. Das sind pur gesichtete Pitbull Terrier und Virgil Hunde. Das sind die 2 Hunde. Und naja, das ist mein starkes Hobby. Ich züchte sie, ich habe sie, sie sind ein Part von mir. Die größte Meeting Place von alle Graffiti Writers in Berlin war damals Friedrichstraße. Und wir machten regelrecht Party. Wir hatten Schlüssel, wir machten die Kisten auf, wo man mit Mikrofon sprechen kann. Wir machten Beatbox-Party, ich rappte dadurch. Ab und zu tanzten wir auf dem Boden. Silvester waren Riesen-Meetings da, wo wir dann Jam zu Jam zogen da. Wie gesagt, in Osten konnten wir noch nicht rein, aber wir haben diesen Bahnhof immer als Riesen-Writer-Corner benutzt. Auch später, wo wir dann nicht mehr in den Corners waren. Also ich persönlich war von Eröffnungszeit, wir haben es eröffnet mit einer Handvoll Leuten wie GFA, NSK, und AGS, das waren die ersten Leute, die Writer Corners eröffnet haben, mit mir zusammen. Und danach haben wir es weitergegeben an die Juniors. Also die zweite Generation Bombers, die krassen Train Bombers, auf jeden Fall war TFB auch noch viel, viel am Start. Doc war viel am Start. Kritters waren viel am Start. POC dürfen wir nicht vergessen, waren viel am Start. Und später kamen die ACB-Leute. Dann kamen viele andere Crews wie MSB, Tito B, und RHG, wie heißt sie, KSB, das sind alles so die zweite Generation gewesen, die diese Corners gerockt haben.
Dann später kam Holkas noch von Hero rein. Also das war regelrecht das schönste Gefühl. Da hat man alles persönlich live gesehen. Allgemein habe ich viele Crews als Beginner gesehen, die sich zusammen so große Crews zusammengeschlossen haben. Die meisten und längsten, die ich beobachte hier in Berlin, die auch lange zusammengehalten sind, auf jeden Fall die Flying Steps, weil sie haben halt lange zusammengehalten. Was ich auch sehr, sehr mag, sind die Leute von Aktuell Force, einige Franzosen und Battle Squad. Das sind die Crews, die ich am längsten beobachte. Also einer der ersten Crews, die ich den Namen gegeben habe, ist meine eigene Crew. Das ist die BKs, Bright Kingdom. Damals gab es die Schuhe nicht und auch die Schlüssel gab es nicht. Die Leute sagen, ich hätte den Namen von den Schuhen. Wir hatten damals Lico-Schuhe gehabt zum Tanzen oder höchstens die ersten Nikes. Wir kannten als Kinder nicht, was sind BKs. BKs, die Schuhe kamen richtig später. Also das hieß Bright Kingdom. Wir waren Old City Crew. Wir haben uns durch Battles kennengelernt. In dieser Crew waren Tänzer wie D-Rock, Hisham, DJ Kayo, Maxim, MC, Crazy Bone. Die Gruppe hier, Bone Tux and Harmony, Crazy Bone, kam Jahre später. Also den Crazy Bone, den ich meine, ist von Old School Crazy Bone und das war unser Puppin Crazy Bone. Schon in den 80er Jahren habe ich ihn so genannt, ohne die Bone Tux and Harmony zu kennen. Nicht, dass die Leute sagen, wir haben auch da ein bisschen geklaut. Wie gesagt, dann waren noch MC Black, die Diamond, MC T-More. Ja, das war's eigentlich. Denn die zweiten Crews, die ich 88, 89 habe ich die meisten Crews gegründet, weil ich sehr, sehr viele neue Hip-Hop-Leute gesehen habe, weil einige von meiner Zeit frühen 80er nicht mehr halt getanzt haben und viele Sachen nicht mehr gemacht haben. Sie sind entweder verheiratet gewesen oder haben andere Sachen gemacht. Dann habe ich eine MC-Gruppe gegründet namens Islamic Force. Ich bin zur Antenne gegangen und ich habe da Bobby üben sehen. Und Bobby ist immer Bobby geblieben, auch Rest in Peace, er lebt heutzutage nicht mehr. Und ich habe gesagt, Bobby, hättest du denn nicht Lust, eine Crew zu machen? Ein bisschen mit mehreren Leuten, DJ, mehrere MCs und so. Auf jeden Fall habe ich ihm den Namen Islamic Force gegeben und habe gesagt, du bist down mit dem Namen Islamic Force, mach was daraus. Und er mochte mich als einen Bruder immer. Und er hat viel was gemacht daraus, muss ich sagen. Ich habe Tana später in U-Bahn getroffen mit dem heutigen O-Odem, der damals Fatso hieß. Und habe gesagt, Tan, hättest du nicht Lust, wenn du Musik machst? Also die haben mich, wie gesagt, in der S-Bahn, in der U-Bahn getroffen und haben mich angesprochen, weil ich da gerade Maxim getaggt habe. Und ich habe die Leute gleich angesprochen auch. Und sie waren ein bisschen verblüfft, weil der Maxim von damals, Oldschool, dass ich halt mit diesen Juniors rede, auch heutzutage, O-Odem ist sehr berühmt. Hat auch ein Buch draußen, aber jedenfalls habe ich die gut behandelt. Ich habe Tan dann nach Kreuzberg geschickt, der dann mit Bobby halt eine Crew war. Und sie sind dann halt so ein größeres Projekt. In derselben Zeit, paar Monate später, kurz nach Islamic Force, ich glaube zu derselben Zeit, habe ich die Glorious Five, die jetzigen GFA, die jetzt auch inzwischen 13 Jahre down sind, gegründet. Damals gab es nur Soko und mit paar anderen Writern, die haben auch ihr Projekt vergrößert. Heutzutage ist GFA, zählt einer der längsten Graffiti-Writer-Crews und einer, für mich, meine persönliche Meinung, einer der besten europäischen Graffiti-Crews und sie sind lange dabei. Zu derselben Zeit, wo ich Islamic Force gegründet habe, bin ich tiefer nach Kreuzberg gegangen und habe viele Straßenhomies gesehen. Die waren noch so ein bisschen verstreut. Ich habe sehr viel Talente gesehen in Kreuzberg, mit denen ich auch down war. Und ich habe halt mich viel mit Nejo beschäftigt, weil Nejo war damals down mit den TGK. Und ich habe den Homies Namen gegeben wie die 36ers, stammt von mir. 36 Boys, stammt von mir. Sie waren zu dieser Zeit halt einzeln überall unterwegs. Sie wurden dann so große B-Boy-Crews und sie haben was aus ihrer Sache gemacht. Dann kam der Name noch UAFS 1983. Das habe ich vergessen. Die Abkürzung UAFS war eine pure Graffiti-Writer-Crew. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau daran erinnern, was es heutzutage noch hieß. Aber es war noch dieser Name. Wenn wir jetzt zu die neue Zeit kommen, habe ich eine Crew vielleicht vergessen?
Ach so, die MSB, die Mad Squad Bombers. Genau. Ich habe den Namen Mad Squad Bombers erfunden und habe den als erstes zu Laser gegeben. Laser und Dash waren die ersten Leute, denen ich den Namen MSB gegeben habe. Eine Gruppe habe ich noch vergessen. Die Gruppe habe ich 89 auf dem Kudamm getroffen. Ich habe The Solid Squad. The Solid Squad ist auch von mir. The Solid Squad wurde Solid Squad. Ist eine pure Writer-Gruppe mit DJ Magic B. Und das ist der einzige, der heutzutage damals die Solid Squad waren. Brian, ein Junge namens Brilski und Magic B. Heutzutage existiert nur noch DJ Magic B in Solid Squad. Und ich glaube, er legt ab und zu für Jam FM auf. Kommen wir in die neuen Zeiten. In der neuen Zeiten, jetzt in Jahre 2000 und 2001, habe ich wieder die alten Islamic Force mit den neuen Islamic Force zusammengebracht. Alte Islamic Force ist für mich Tan und neue Islamic Force ist für mich Rakim von Rough Mix Recordings und Killer Hakan. Dann habe ich eine B-Boy-Gruppe vereinigt, die ist einige Straßentänzer, ehemalige Palace Breakers. Und zwei, drei B-Boys aus Celle, die habe ich Battle Bunch genannt. Das sind junge B-Boys von 10 Jahre bis 17 ist der älteste. Zukunft, Talente. Dann habe ich eine pure B-Gruppe einen Namen gegeben. Die nennt sich Funky Soldiers. Die letzte Crew, wo ich am jetzt noch am Basteln bin, mit die alte Steinmetz Breaker, das sind die Floor Soldiers. Und weil auch in Schöneberg, finde ich, sind sehr, sehr viele Talente, worauf nicht viel geachtet wird. Die Leute tanzen einfach so. Ich möchte nicht, dass sie eines Tages irgendwie enden, die haben ein bisschen getanzt und das war's. Also ich bin mehr Bruder für die. Ich bin kein Manager, sowas. Ich bringe die zu Jams. Ich habe auch mit Freunde organisiert, dass wir einen großen Wagen, ich habe die zu in großen Wagen reingepackt. Wir sind zu Jams gefahren, zu Battle of the Year. Und das hat die ein bisschen Mut gegeben, zu tanzen, weil für mich ist es wichtig, dass man für die kommende Generation einiges macht halt und ich bin dabei. Die Kleinen haben schon einige Battles gehabt. Also sie haben westdeutschlandweit, wir sind nach Hamburg gefahren, sie haben in Hamburg gerockt, wir sind nach Braunschweig gegangen. Ganz Braunschweig war begeistert. Ich meine jetzt die Crew Battle Bunch speziell und auch andere B-Boys waren an dem Abend dabei. Dann sind wir, das letzte Ding, wo wir waren, war Münster gewesen und Hannover haben die dritten Platz bei einem Marathon-Battle. Und das waren keine kleinen Kinder, das waren alles ältere B-Boys. Und da sagten sie mir, Max, du hast mir doch gesagt, das sind kleine, aber es waren große. Und ich finde, dritter Platz ist auch eine stolze Leistung für die. Sie sind am Rocken. Die meisten habe ich mit ihren Eltern sehr gute Kontakt. Also die Eltern vertrauen mir und ich bin auch froh dabei. Einige würden ihre Kinder auch sehr weit mit mir mitgeben. Ich stehe sehr gut zu den Eltern. Sie sehen mich als eine Respektsperson und sie vertrauen mir ihre Kinder an. Und ich will gucken, dass ich in der Zukunft irgendwie Geld machen kann, dass ich die Kinder auch ein bisschen eventuell nach Amerika mitnehmen kann, dass die zwei, drei Leute in Amerika die Scene so miterleben. Ich war die erste Battle of the Year bis zu die letzte 2000 Battle of the Year war ich da gewesen. Und ich finde, es ist sehr groß geworden. Ich bin Jams gewöhnt in kleinen Rahmen, weil man sich da persönlich kennt. Es ist mehr, man kennt sich. Jams waren für mich nichts anderes, als sich zu treffen, die Homies wieder einen Shake zu geben, die Kreise zu rocken. Und heutzutage Battle of the Year ist zu groß geworden, nach meiner Meinung. Aber trotzdem finde ich, dass der Thomas ein Ding erschaffen hat, das alle Achtung für die Arbeit, aber für mich ist das ein bisschen ein Touch zu groß geworden. Aber trotzdem, fresher work. Viele Leute lieben Power Move. Power Move ist schön. Ich kann nicht sagen, okay, Power Move ist scheiße. Die neuen Leute mögen, wie Storm immer sagt, die flashy Moves. Flashy Moves sind reingehen, pa, 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 die ganzen Power Moves machen, wie alle Arten von Power Moves. Und dann sind die nach 7 Minuten bis 10 Minuten ist die Luft raus. Ich mag den Tanz studieren. Rauszufinden, B-Boy Style, Up Rocks, gute Freezes, das ist das, was ich persönlich mag, wenn du mich ehrlich fragst. Und das ist die schwierigste Part. Richtig tanzen können die wenigstens auf der Welt. Aber Power Move ist eine Sache, da machen die diese Flair 90 und
viele Freezes, Hollowback Freezes, das sind Sachen alles, was ich ganz ehrlich gesagt denen niemals beigebracht habe. Ich bin mehr ein großer Bruder für die, der denen Motivation gibt, der hinter denen steht, der Jam zu Jam mit denen fährt, den representet, den versucht noch ein bisschen Kämpfergeist und Instinkt das Gefühl zu geben, auch alte B-Boys sind da für euch, verstehst du, macht was aus eurem Leben. Mein ganzer Wunsch ist, dass sie eines Tages sehen, dass Tanzen nicht umsonst war. Wie gesagt, Berliner, typische Berliner Krankheit ist, sie machen, machen, machen und dann sehen sie, mit Tanzen kann man kein Geld verdienen, Tanzen hat keine Zukunft und dann noch schlechte Kreise verfallen die und dann sagen die, okay, guck mal, siehst du doch, Tanzen ist doch nichts und dann die ganze Zeit war umsonst gewesen. Das ist der schlimmste Gedanke für mich. Ich möchte, dass sie sehen, zum Beispiel ihr Traum ist heutzutage, dass die auf einen Riesencontest gut abschneiden. Für mich ist Spaß in erster Hinsicht der wichtigste Faktor. Und ihnen diesen Wunsch zu erfüllen, ist mein neues Ziel. Also ich möchte auf jeden Fall, dass sie mal eine große Jam gehen, sei es Battle of the Year oder wie die ganzen neuen Partys heißen, Freestyle Session oder B-Boy Summit, hingehen, einfach mitmachen und gut abschneiden dabei. Gut abschneiden bedeutet auch, dass das Publikum in die Hände klatscht und schreit. Ist unwichtig, ob man Zweiter, Dritter oder sonst was einplatzt. Dass das Publikum einen mag, anfeuert und schreit. Das ist also mein Ziel, dass die sehen und Kraft dadurch bekommen. Und dass ich die allmählich so auch an die alten Beats so gewöhne. Weil ich möchte nicht, dass einer Beats produziert hier in ganz Deutschland. Ich will keine Namen nennen. Und die ganzen Leute denken, so müssen sich B-Boy Beats anhören. Und nur das kaufen wir und nur das sind B-Boy Beats. Ich möchte, dass sie so alles, was sie mögen, wo alles, was sie denken, okay, so das kann man tanzen, sie sollen so das tanzen. Für uns damals war viel Rocken, also Rocken an Mic, Rocken an Floors, Rocken an Wände, Rocken an den Turntables. Wir wollten uns repräsentieren, wir wollten rausgehen und wir wollten zeigen, wir sind aus Berlin. Weißt du, wir haben dafür kein Geld bekommen. Wir sind da hingegangen, haben repräsentieren. Wir waren manchmal auch nicht die Liebsten. Wir waren wie Hip-Hop-Hooligans, aber wir haben unsere Stadt bis aufs Ganze repräsentiert. Heutzutage sieht man vieles businessmäßig, was Rap-Part betrifft. Jeder kommt, zieht nach Berlin jetzt heutzutage und so und ist auch sogenannte Berliner geworden. Also ich habe nichts dagegen, wenn die Leute ihr Brotgeld verdienen oder was machen. Und ich will die auch nicht dissen, damit die nicht denken, okay, die alten Leute haben nicht Knete gemacht wie wir und die dissen uns jetzt. Nein, ich gebe viel Props. Wir Berliner waren immer abgeschnitten. Wir waren meistens stufflos, was Graffiti betrifft. Also wir hatten keine Bilder aus New York, nicht so oft, also wenige Leute von uns sind rübergefahren. Ich kann mich an Kane damals erinnern, Oldschool Kane von Berlin, der Graffiti-Writer. Der war einer der einzigen, der mit Bilder kam und das war für uns, boah, der hat Bilder gehabt und wir haben geguckt und auch die ganzen Holland-Reisen kamen später. All die Zeit haben wir uns aus den Rippen den ganzen Stuff rausgeschnitten. Also wir haben versucht, original, wie es damals erfunden ist, wie die Leute in New York, Bronx, die Sachen gemacht haben, haben wir respektiert. Wir fanden den Style auch fresh. Aber wie gesagt, wir haben immer versucht, was zu machen und Dings, aber immer in dem originalen Stil zu bleiben. Aber wir haben nie Stuff gehabt. Und wenn man zu Westdeutschland guckt, die ganzen Westdeutschen sind immer Jam zu Jam gefahren. Verstehst du, was ich meine? Weil viele Städte waren zusammen. Und die konnten die haben viel mehr Austausch gehabt. Unsere Reisen haben erst 87, 88 angefangen. Die frühesten, die ich mich erinnern kann. Vor uns war, wie gesagt, Mehmet Kotsch mit seiner Familie, Dynamic Freezing Crew, was tänzerisch betrifft, ein paar Mal in Westdeutschland und hat da auf ein paar Auftritten und auf Jams getanzt. Aber mehr auch nicht. Wir waren immer stufflos und haben versucht, mit dem wenig, was wir hatten, eine Menge daraus zu machen. Also für mich steckt auch, ich liebe Berlin und Berlin ist die Stadt, wo die meiste Überraschung und viel, viel Flavor in der Luft liegt. History of Berlin.